Freunde, wir stecken gleich mal doch, zum Glück gibt's Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Willkommen zum zweiten Teil unserer Top 10, nämlich Themen, die wir gerne öfter sehen wollen würden. Mhm. Oder so. Oder so. Oder was so. Wir uns wünschen, dass sie mehr vorkommen oder überhaupt vorkommen. Genau, richtig, ja. Wenn ihr interessiert seid, Platz 10 bis Platz 6 hatten wir schon. Das müsste in einem der letzten Videos gewesen sein. Könnt ihr euch gerne im Nachhinein anschauen. Heute geht es um Platz 5 bis Platz 1. Soll ich einfach weitermachen? Ja. Okay, super. Mein Platz 5 ist sehr... nicht sehr genau, sondern es ist sehr, wie sagt man, sehr breit gefächert, nämlich Sport. Nein. Es ist so, ich bin jetzt nicht so der super tolle Sportschauer, aber ich verstehe halt nicht, es gibt so viele Sportarten und es gibt kein gutes Spiel, weder zu Fußball, zu Skifahren, zu Schwimmen, keine Ahnung, es gibt vielleicht Radfahren, das funktioniert. Und halt so Rennspiele, also Downforce, wenn man Rennsport jetzt auch als Sport bezeichnen möchte. Aber gerade eben Tennis oder eben die ganzen Mannschaftssportarten, da gibt es kaum wirklich ein gutes Spiel. Ja, leider. Leider. Und die Spiele, die es gibt, die rufen dann gleich in dieses Nerdtum ab, wo man dann wirklich auch alles wissen muss von dem Hobby oder von dem Sport. Ich will vielleicht ein Eishockeyspiel spielen, das irgendwie gut von der Hand geht, ohne wissen zu müssen, wer die Charaktere sind. Naja, vielleicht sogar gibt es keine echten Charaktere, sondern erfundene. Ja. Oder wie auch immer. Und da kann man doch so viel machen. Ja. Über Skifahren. Ja, das könnte man über Skifahren. Es gibt ja den Slalom, dann könnte man halt so hinstellen und dann mit dem Kugel so. Keine Ahnung. Oder Sommerolympiade, Winterolympiade. Ja. Einfach, dass man da ein paar Spiele hat, die einfach Spaß machen. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie eher actionreicher sind. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn die jetzt sich nicht zu ernst nehmen. Mhm. Aber auch ein ernstes, dann leite ich halt ein Fußballteam. Ja. Kann dann auch Worker Placement sein. Da muss ich mich um das Stadion kümmern, um die Trikotverkäufe, whatever. Ja. Kann ja alles funktionieren. Gibt es aber nicht als Thema. Mhm. Wenn ich ein Worker Placement habe und die Mechanik ist robust, im Normalfall, ich weiß, das ist ein Klischee, aber oft ist es so, im Normalfall kannst du ja da drauf klatschen, was du willst. Das Thema ist ja relativ austauschbar. Ja. Ja. Meistens. Warum gibt es da nicht Sportthemen? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, ja. Ich gehe in ein Spiel, das heißt Team Manager. Da tust du auch so eine Blood Bowl Team. Ja, Blood Bowl, ja, gut. Also Manager, ja. Blood Bowl ist schon ewig alt, das kennt man. Aber es gibt ein Team, also ein Spiel, wo du wirklich nur das Team managst. Okay. Ja. Nicht nur Blood Bowl spielst, sondern ist managed. Okay. Und das wäre vielleicht. Ja, auf alle Fälle. Ich finde, es gibt so viele schöne Sportarten und nichts wirklich wird da in der Brettspielszene benutzt. Ja. Deswegen ist das mein Platz 5, Sport. Ja, nicht schlecht. Mein Nummer 5, du hast es kurz angeschnitten, sind nämlich Filme und TV. Es gibt zwar ein paar Spiele, zum Beispiel das Networks oder Movie Empire, das gibt es auch, aber das Movie Empire würde noch passen für mich. Also da, wo ich sage, okay, das geht hinter den Kulissen. Ja? Ja. Wo ich mir sage, okay, ich möchte wissen, wie so ein Film entsteht. Mhm. Ja, man heuert Superstars oder B-Movie-Stars und, weil man Budget nicht hat. Man möchte vielleicht CGI oder auch nicht und. Also da und das Thema und auswählen und den Regisseur und so. Also ja, klar. Das wäre etwas, was ich gesagt hätte, ja, das interessiert mich, das möchte ich auf jeden Fall machen. Das wäre super. Also, oder wirklich so ein Fernsehsender, aber das ist schon mit Networks rausgekommen. Aber so ein Thema halt so über Fernsehen. Ne? Ja, ist aber auch nur ein Spiel. Es ist ja ein Spiel und da denke ich mal, wieso kommt da nicht mehr? Das würde richtig sich ja anbieten. Ja, wenn man sieht, wie inflationär Zombies und Mittelalter und so weiter verwendet wurde und wird, das ist ein Spiel nichts. Ja. Ja. Mein Platz 4 ist auch wieder ein bisschen spezieller jetzt und wird da und dort recht gut bedient, aber mir fehlt da trotzdem noch, da fehlen mir noch die guten Spiele, nämlich alles, was mit Medizin oder mit Spital zu tun hat. Mhm. Ja, es gibt Pandemie und das passt, das ist super. Es gibt vielleicht da und dort noch Spiele, die damit zu tun haben. Es gibt auch irgendeinen Würfel, DICE, was ist das, DICE Hospital oder so ähnlich? Ja, oder DICE Klinik, keine Ahnung. Klinik, ja. Aber das war's auch. Viel mehr gibt's da kaum. Ja. Clinic Rush gibt's, was jetzt nicht unbedingt das ist, was ich möchte. Auch das kann super interessant sein, ähnlich wie in Pandemie, weil auch wenn das jetzt aktueller ist denn je, noch immer, aber du hast ein realistisches Thema,
Aber dennoch ist es abstrakt genug, dass es jetzt nicht ein Problem für einen darstellt. Ja? Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du mit Krankheiten auf diese Art umgehen könntest, wie du im Spitalsalltag damit umgehen könntest. Sei es jetzt Worker Placement, du musst eben, wie auch vorhin bei der Wirtschaftssimulation im anderen Video gemeint, du musst ein Spital leiten. Mhm. Ja? Wer macht das am besten in seiner Abteilung? Oder du musst irgendwie Forschung betreiben. Du möchtest vielleicht Medizin machen für die Pharmaindustrie. Das kann auch passen. Ja? Ich meine, die Pharmaindustrie, ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber ich war auch kein großer, oder ich bin auch kein großer Fan von der Handyindustrie und da gibt es mit Smartphone ein super Spiel. Mhm. Ja. Ja. Ja, dann kann ich auch von mir aus irgendwelche Pillen produzieren. Mhm. Wenn das cool gemacht ist, why not? Generell das Thema Spital, Medizin, vielleicht wird es deswegen nicht gemacht, weil das natürlich ein ernstes Thema ist, was man vielleicht bei einem Spiel nicht so haben möchte. Aber ob es Zombies weniger ernst sind, das sei dahingestellt. Auf alle Fälle mein Platz 4, Spital, Medizin, Hospital, so in der Richtung. Was man auch machen könnte, man könnte auch kooperativ spielen. Also man hat verschiedene Abteilungen, ja, die man leiten muss zwar, aber da muss man auch zusammen etwas herstellen oder etwas erreichen, ein Ziel erreichen. Also sowas bietet sich natürlich an, ja. Weil im Krankenhaus muss man ja zusammenarbeiten. Ja, klar. Sonst kann man den Patienten nicht heilen. Mein Nummer 4 ist ein Thema, was eh auch wieder hochkommt, LGBTQ-Themen. Mhm. Ja, also das sind Themen, wo man sie überhaupt nicht aufgreift in Brettspielen. Ja. Es gibt ein Spiel Fog of Love, wo sie gesagt haben, okay, wir bringen auch eine Version für LGBTQ-Leute, wo sie dann halt ein gleichgeschlechtliches Paar sind. Ja, das finde ich dann auch super. Und es gibt so wenige. Ja. Also es gibt, Gott sei Dank ist das Gendering jetzt besser geworden, wo man sich dann entweder als Frau Tableau rausnehmen könnte und auf der anderen Seite ist ein Mann oder so. Das finde ich auch wieder super. Aber es gibt wirklich sehr wenig Themen, wo man darauf aufmerksam machen möchte, wo man, wenn man es richtig und ernst macht, oder halt ein bisschen auch lustig, aber nicht so ganz lustig, weil da könnte man jemanden beleidigen. Dann könnte man das gut machen. Also ja. Das gibt wirklich fast gar keine Spiele. Das ist richtig, das ist richtig. Und auch hier wiederum, ich habe das auch im Vor-Segment schon gesagt, das Hobby ist erwachsen genug, dass man sowas machen kann. Dass man sowas machen kann. Ist überhaupt kein Problem. Ist halt die Frage, in welchem Kontext das Spiel dann natürlich abläuft. Du gesagt hast, das darf nicht zu lustig sein oder zu humorvoll. Finde ich gar nicht so, weil sonst würde man da wieder eine Ausnahme machen. Und man kann, Humor sollte schon dabei sein. Nur sollte es nicht wirklich beleidigend sein. Nein, natürlich, das sollte es aber nie in jeglichem Kontext sollte es nicht beleidigend sein. Eben. Aber da hast du recht, das ist etwas, wo auch unser Hobby noch ein bisschen dran arbeiten kann, soll. Wir sind schon weiter, wir haben jetzt da diese Seiten, wo du dann oft, wenn du einen Charakter spielst, dass du die weibliche und die männliche Variante hast. Und ganz ehrlich, ich nehme immer die weibliche, weil ich einfach das gerne mache. Ich mache das auch bei Computerspielen so. Mhm. Ich will keinen anderen Mann spielen. Ja. Ich bin ich. Ich bin der Mann. Genau. Aber mit einer Frau spielen, warum nicht? Macht mir immer Spaß. Ja, finde ich eh super. Ich habe das erste Mal gelacht, wenn du dann eine Frau gewählt hast. Und dann nächstes Mal haben wir gedacht, okay, ja, dann passt. Und dann haben wir gedacht, ja, wieso nicht? Das macht mir einfach persönlich immer Spaß. Ja. Mein Platz 3, wir sind am Treppchen. Oh. Gibt sicher ein paar Spiele. Ich habe bisher kaum noch eines allerdings gespielt, geschweige denn ein gutes, nämlich Weltraum. Und ich sage jetzt nicht Sci-Fi, weil davon gibt es ja viele gute Spiele. Ich meine wirklich Weltraum, nämlich ernsthaftes, realistisches Science ohne Fiction, Weltraum. Ich weiß, das ist weniger cool als wie im Pulsar 24, tralala, dass man da Pulsare hat und keine Ahnung, es ist nicht so cool wie Star Wars oder wie Dune. Ja, aber auch eine Apollo-Rakete hat irgendwie einen Reiz, was wir da geschafft haben. Und das kann ja auch in unserem Bereich trotzdem noch ein bisschen Fiction sein, aber dass man wirklich versucht, eine Rakete zu entwickeln, wo man dann wirklich zum Mond kommt, ja, dass man versucht, das am besten zu machen von allen. Ja, zum Beispiel diese, wir wollen die ersten Leute am Mond sein. Mhm. Einfach diesen Wettstreit. Ja, jeder ist eine andere Nation und man muss dann mittels Worker Placements, whatever. Worker Placement ist immer die Nummer 1 Idee, ja, weil die ist halt so, wird gerne verwendet. Dass man halt schaut, wer schafft es am besten, die Ressourcen zu bündeln, dass er zuerst am Mond ist oder am Mars oder was auch immer. Irgendwas mit Satelliten,
mit Teleskopen forschen. Das Thema ist super spannend. Ich schaue das sehr, sehr gerne. Mhm. Ich bin ein großer Harald Lesch-Fan und ich schaue auch gerne lauter Dokus in der Richtung. Aber im Bereich Computerspiele gibt es, im Bereich der Brettspiele gibt es da eigentlich so gut wie nichts. Ja, es gibt, also ich habe ein Spiel, das heißt Kosmogenesis, wo man wirklich eine Galaxie entwickelt. Ja, das finde ich dann auch wieder gut. Ist aber von dem Thema, ist es auch wunderschön gemacht und so, interessiert mich auch, aber ist halt nicht so gut gemacht, leider. Ja. Also das ist ja das Problem, wenn das Thema passt, dieses Spiel dann nicht so gut. Ja, deswegen, da würde ich mir wünschen, dass man einfach hergeht und sagt, okay, es muss nicht immer Super Science Fiction sein und keine Ahnung, Piu-Piu. Es kann auch mal wirklich realistisch sein. Mhm. Und würde mich freuen. Deswegen mein Platz 3, Weltraum. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Mein Platz 3 ist asiatische Sachen. Mhm. Also es gibt Gugong und es gibt es schon, also es kommt schon, es ist im Kommen. Aber so ich mag Japan. Wieso? Es gibt so wenige Spiele wie Japan und Anime. Also es gibt schon Anime-Spiele, Brettspiele, aber das sind meistens so, kämpft man gegeneinander. Mm, mm. Und es gibt kein, okay, du bist ein Manga-Zeichner, jetzt willst du, dass dein Anime rauskommt oder umgekehrt, möchtest du Manga-Zeichner werden und Anime machen und so weiter und so das. Oder halt mit diese, man nimmt Attack on Titan zum Beispiel, sein Anime. Und dann nimmt man das Thema und macht ein gutes Brettspiel draus. Es gibt das Attack on Titan, das Brettspiel, aber es ist nicht... Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich in der vorigen Segment hatte mit den Videospielen. Auch da wird sicher Yu-Gi-Oh! Oder One Piece oder Naruto Spiele geben, aber gut, weiß ich nicht. Das ist halt das Problem. Und Japan ist ein interessantes Land, wo man auch wirklich vieles, vieles machen könnte. Ja. Wobei... Mein persönliches Empfinden, das kannst du natürlich alles empfinden, ich habe schon das Gefühl, dass das asiatische Themen, dass es da schon sehr viele Spiele gibt. Es gibt schon, aber es gibt sehr wenige bei Japan. Also es gibt so eine, das Hanami Koji zum Beispiel ist ja über Geisha, also bei Japan. Gugong ist eher chinesisch, also eher, das geht eher ums China. Aber das moderne, heutzutage Japan, das gibt es sehr wenig. Okay. Ja. Also es gibt jetzt über den Shinkansen ist ja ein Spiel rausgekommen. Das finde ich auch super cool. Das wollte ich das haben. Also Da kann ich verstehen, dass da die persönliche Präferenz kommt. Ja, genau. Na, natürlich, weil das darum geht's ja. Ich mir wünsche, dass sie rauskommt. Mein Platz 2 ist, kann man natürlich jetzt sagen, du Markus, das hattest du schon, Wirtschaftssimulationen und so weiter, das ist ja so ähnlich. Jein. Ich meine im weitesten Begriff Hotellerie und Touristik. Mhm. Ja, also wir haben Grand Austria Hotel erst vor kurzem wieder gespielt. Da ist das schon, was ich mir wünsche, nämlich ich führe und leite ein Hotel, das ist mein Hotel und das möchte ich natürlich besser machen als die anderen zum Beispiel. Ganz simpel gesagt. Wie schauen die Zimmer aus? Wie ist die Zimmerbelegung? Was wollen die Leute, dass sie bei mir buchen? Ne? Das kann man natürlich auch anders aufziehen. Muss nicht so sein wie in Grand Austria Hotel. Mhm. Oder dann im weiteren Sinne dann Touristik. Okay, ich bin jetzt ein Dorf, ich bin jetzt eine Stadt, ich bin jetzt was auch immer. Wie bringe ich die Leute zu mir? Was sind deren Vorlieben? Was wollen die? Was? Oder eben ein Ort, der einfach schon bekannt ist, dass dort sehr viel Tourismus passiert. Dass man dann da wiederum schaut, okay, das möchte ich am besten machen von allen. Es gibt diese Santa Monica, wo es um diesen Pier von Santa Monica geht. Das finde ich einfach super. Das ist mal was Neues, was Interessantes. Das Thema ist unverbraucht. Mhm. Und es gibt so viele touristische Orte, wo man einerseits von der Organisation her ein Spiel aufziehen kann oder einfach auch nur, ich möchte es einfach für die Leute, die da zu Besuch kommen, das am besten machen oder wie auch immer. Oder und, Reiseleitung. Ja, oder sowas. Und runtergedampft eben Hotellerie, ich finde das super spannend. Das Ganze, wie das abläuft. Es kann auch auf einer Yacht sein, also auf einem Kreuzfahrtschiff oder in einem Resort irgendwo. Ich fände das super spannend, wo man vielleicht auch dann gewisse Programme macht für die Leute, die sie dann kaufen, dann fahren sie irgendwo hin und dann passiert vielleicht irgendwas oder auch nichts. Mhm. All das kann man ja machen, irgendwie gefühlt ist da gar nichts. Ja. Und das verstehe ich nicht. Es gibt gefühlt in jeder Stadt der Welt gibt's Hotels. Aber schon. Es gibt kein Spiel. Schon. Schade irgendwie. Hotellerie, schade, Touristik, mein Platz 2. Sehr gut. Mein Platz 2 ist auch wieder etwas, was ich sehr mag und über das ist sehr, oder fast, ich habe gar keine gefunden, Brettspiele darüber, über Whisky.
Also es gibt so Spiele über Bierbrauen und so was weiß ich was alles. Es gibt fast gar keinen. Oder ich habe es nicht gefunden. Vielleicht gibt es, aber ich habe es nicht gefunden. Also naja, Glenmore 2, da geht es ein bisschen um Whisky. Ein bisschen, Isle of Skye geht es auch ein bisschen um Whisky. Ein bisschen, ja. Aber ja. Es ist als Ressource. Aber ja. sonst gibt es kein so wirklich so, dass man, wo man Whisky-Destillerie hat und wo man halt der Whisky braut, die beste, ja. besten von allen Welt. Oder man ist halt, ich bin der Schotte und du bist der Ire und dann gibt es den amerikanischen Whisky und dann den japanischen und ihr werdet jetzt der beste Whisky. Das könnte man auch machen. Also über Whisky habe ich sehr wenig gefunden. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt da und dort ein bisschen was. Lustigerweise erst vor kurzem habe ich meine Top 10 angesehen über Braun als solches. Ja. Nicht nur Whisky, man kann ja auch andere Sachen machen. Ja. Ein bisschen was gibt schon, teilweise sogar wirklich gute Spiele, aber... Ja, Whisky, das kann man vielleicht auf vielleicht 2, 3, 4 Spiele. Ja. Ja. Was auch ja. irgendwie komisch ist, weil es ist auch eine alte Tradition, eben, sehr beliebt weltweit. Also, ja, eben. Also keine Ahnung, wieso. Oder man könnte so eine Aktion machen, wer hat den besten Whisky oder ja. halt so, weißt du, so Verkostung. Ja, da bin ich dabei. Ja. Das ist übrigens etwas, was wir auch uns teilen, dieses Hobby, nämlich ja. Whisky. Das mögen wir beide sehr, sehr gerne. Ja. Mein Platz 1, es mag vielleicht das ein oder andere Spiel da geben. Es gibt auch ein sehr, sehr gutes Spiel, das werde ich noch dann auch als Beispiel aufführen, aber für mich einfach noch viel zu wenig, nämlich, und das ist schon ein Unterschied, einerseits Cyberpunk, andererseits Dieselpunk. Mhm. Beides mag ich sehr, sehr gerne. Also bei Dieselpunk gibt es halt Scythe, das ist halt in dem Stil. Aber gefühlt gibt es da gar nichts. Ich meine, es gibt Android Netrunner, was aber eine eigene Welt ist. Sonst gibt es im Cyberpunk und im Dieselpunk-Bereich nur wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Human Punishment gibt es auch. Es gibt etwas, aber für mich viel zu wenig. Und vor allem auch wirklich im Super-Duper-Segment, sage ich mal. Ja, also im Stil eines, nicht im Stil, aber in einem Bekanntheitsgrad seines Scythe und so weiter. Ja. Also wo man sagt, das ist ein Brecher, das ist ein Top-Hit, gibt es meiner Meinung nach nicht so viel. Dass es in der Masse immer wieder mal auch solche Themen gibt, das ist eh klar. Ja. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ich hätte gerne ein paar wirklich tolle Spiele mit eben diese ganzen Punk-Richtungen. Damit meine ich nicht die Musik ausnahmsweise, sondern dieses Grafikstil, ja, Cyberpunk, Dieselpunk, was Tolles gibt. Steampunk natürlich. Gibt es nicht so wenig, weil auch da wiederum, das Spiel kann ja ein gutes Spiel sein. Ein Steampunk ist ja eine Designentscheidung. Dann schauen einfach die Karten einfach steampunkig aus. Meine, ja. Ob das steampunkig aus sind oder nicht, ist ja wurscht. Das tut dem Spiel ja keinen Abbruch. Aber ich hätte einfach Spaß daran, mir diese Bilder anzusehen. Eben, darum geht es ja in diesem Video. Es sollen Themen drauf sein. Es ist wurscht, welche Mechaniken. Es ist wurscht, wie das Spiel dann sich spielt. Es soll ein gutes Spiel sein und es soll dieses Thema ja, haben. So ist es. Ja. Jetzt mal mein Platz 1. Punk. Punk. Egal was. Punk. Genau. Steampunk, Cyberpunk, egal was. Egal. Okay, dann sage ich meine Nummer 1 und das ist Wien und Österreich. Wien und Österreich? Ja, es gibt ja nur ein Spiel und das ist Grand Hotel Austria. Oder es gibt es ja, glaube ich, über Tram oder über die Tramway. Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich, das ist nicht... Nein, glaube ich nicht. Nein, ist ja wurscht. Also es gibt Grand Austria Hotel, ja. Genau, über Wiener Linien. Über Österreich allgemein. Es gibt ein Würfel-Placement-Spiel, ich glaube, es heißt sogar Vienna. Na schau. Ja, das gibt's. Na schau. Ist... Ja, so Kingsburg-mäßig. Ja, aber das wäre ja super. Ja, gibt's. So ein Spiel, wirklich ein gutes Spiel über Wien oder so. Wien hat so viel zu bieten, Österreich sowieso. Hm. Ja? Also wenn du dann über Thema über Skifahren, würde es auch in Österreich reinpassen. Also, klar. Ich mag Österreich, ich mag Wien, also ich will das Brettspiel. So gesehen hast du schon recht, es werden andere Länder sehr oft verwendet. Ja. Österreich ist ein bisschen außen vor, ja. Ja. Und halt auch die Städte darin. Ja, schade. Es soll wirklich, wirklich vorkommen. Ja. Ich mag's. Na bitte. Na. Wenigstens einer. Na. Ja, das waren unsere Top 10 der Themen, die wir gerne öfters oder überhaupt mal sehen wollen. Was sind eure Top 10? Schreibt sie runter in die Kommentare. Seid ein bisschen fleißiger, bitte. Wir wollen viel lesen, wir wollen viel beantworten. Wäre schön. Dann macht alles auch noch doppelt so viel Spaß. Ja. Welche von unseren Top 10s oder welche Beiträge könnt ihr euch auch gut vorstellen in einem Spiel? Schreibt auch das vielleicht rein. Ne? Ihr kennt den Drill. In diesem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.